Die diesjährige Sommertour 2018 sollte nach Rügen gehen. Im Winter hatte ich im NDR3-Fernsehen einen wunderschönen Film über Rügen und Usedom gesehen und dachte mir, das ist es. Ich war noch nie mit der Biedewind weiter als bis Rostock-Warnemünde gesegelt und fand nun, es ist an der Zeit, einmal weiter Richtung Osten zu segeln. Schon im Winter begann ich mit den Vorbereitungen und schaute mir zur Anregung Segelvideos an. Anfang des Jahres schrieb ich den Tourismusverband Vorpommern um Informationsmaterial an. Von deren Antwort war ich total begeistert. Sie schickten mir Unterlagen zu Rügen, Usedom und Polen und packten doch glatt ein komplettes Hafenhandbuch mit bei. Und das alles für umsonst. Toll! Also soll die Reise nicht nur rund Rügen gehen, sondern Usedom und das Stettiner Haff gehören auch mit dazu. Aber nun der Reihe nach. Nachdem die Vorlesungszeit zu Ende war, fuhr ich Mitte Juli zum Boot und hatte für die erste Urlaubswoche noch einige Reparaturen auf dem Zettel. Die Halterung für die Selbststeuerungsanlage musste verstärkt und die Funkanlage repariert werden. Während die erste Maßnahme flott von der Hand ging, erwies sich die Reparatur der Funkanlage als schwieriger. Ich hatte das alte marode Antennenkabel im Verdacht und wollte es austauschen, aber es war Urlaubszeit und niemand im Hafen, der Zeit hatte, mir beim Bootsmannstuhl zu helfen. Also überlegte ich, wie ich mich mit dem Pfahl und der Großschutt selber in den Mast hinaufziehen kann. Für mich ein recht abenteuerliches Unterfangen. Da die Schot nicht lang genug war, sicherte Nele mich immer mit dem Spinnaker-Pfahl. Während das Großpfahl weiter durchgesetzt wurde und ich mich anschließend aus eigener Kraft wieder hochzog. Dummerweise ließ sich das Antennenkabel oben im Mast dann doch nicht lösen. Alle Mühen waren umsonst. Ich beschloss daher, den Mast zu legen, um das Kabel an Land zu erneuern. Natürlich musste erst einmal ein Krantermin her und alles verzögerte sich. Ich ließ mir die gute Laune nicht verderben und feierte die gelungene Klettertour beim Griechen. Das Wetter war mittlerweile so heiß, dass ich den ganzen Tag lang das Boot mit der Pütz kühlen musste. Zum Ärger einiger Quallen, die durch die Speigatten wieder den Weg ins Freie suchten. Um mich selber abzukühlen, beschloss ich, vor Anker baden zu gehen. Achtung, aufgepasst! Jetzt kommt gleich eine Nacktaufnahme. Ob es dadurch wohl mehr Klicks und Likes für dieses Video gibt? Eine gute Gelegenheit, um das Unterwasserschiff zu inspizieren. Dann begann ich mit den Vorbereitungen für das Mastlegen. Die Segel wurden abgeschlagen und der Baum abmontiert. Abends nach dem Essen packte mich dann die Langeweile und ich beschloss, noch einen Abspecher zur Travemünder Woche zu machen und den Tag mit einer Nachtfahrt zu beenden. Es war Samstag und ich hoffte auf ein Feuerwerk, das leider nicht stattfand. Auf der Travemünder Woche ist immer ordentlich was los. Für die einen geht's ums Segeln, für die anderen um Party. Ich mag beides. Neben den Fähren in Travemünde ist die Biedewind sehr, sehr klein. Und wenn mir solch ein riesiger Pott in dem engen Fahrwasser entgegenkommt, habe ich immer einen großen Respekt davor. Es ist wichtig, nicht in den Sog des Schraubenwassers zu kommen.
Kommen dir bei einer Nachtfahrt ein rotes und ein grünes Licht entgegen, gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder du steuerst auf die Hafeneinfahrt zu, oder du hältst direkt auf ein großes Schiff zu und es gibt gleich Bruch. Gerade im Dunkeln wirkt das Geräusch der großen Maschinen noch beeindruckender auf mich. Und ich erinnere mich an das nullte ungeschriebene Gesetz der Kollisionsverhütungsregeln. Stahl geht vor Plastik. Am nächsten Tag besuchte ich noch meine Freunde Andreas und Steffi, die mit dem Sailing Bassmann einen Auftritt auf der Travemünderwoche hatten. Klaus Aktoprak, der segelnde Bassmann, ist selber begeisterter Segler. Mit einem eigenen YouTube-Kanal. So macht das Leben wieder Sinn. Ich soll eigentlich jetzt da sein, wo ich jeden Morgen bin. Doch ich gehe da heute nicht hin. Ich gehe sie aus Wasser in den Wind. Ich bin segeln. Ich gehe segeln war mein Motto für diesen Sommer und ich sollte die beiden während der Tour noch ein weiteres Mal in Stralsund wieder treffen. Endlich am Montag der Krantermin. Der Hafenmeister Sven und seine nette Kollegin halfen mir, und in kurzer Zeit war der Mast gelegt und nach Austausch des Antennenkabels wieder gestellt. Und vor den Gewässer Ost, schwachwindig. Es folgen Stationsmeldungen von heute. Für Donnerstag war Starkwind aus Ost angekündigt. Nicht gerade ideal, um von Neustadt nach Rügen zu segeln. Ich beeilte mich daher, das Boot wieder aufzutakeln, wusch noch die Wäsche und startete dann endlich am Dienstag, den 24. Juli um 16 Uhr meine Reise nach Rügen. Zeit groß, die Wäsche zu trocknen war nicht, denn ich hatte es nun eilig. Mein Plan war kurz vor Fehmarn im großen Bode Binnensee zu ankern und dann am nächsten Morgen zeitig loszusegeln, vor dem Ostwind auf Rügen anzukommen. Armbrot unter Segeln, was gibt es Herrlicheres als diese friedliche Stille? Es war herrlich, endlich zu starten und ich machte gut Strecke. Ein kleines Abendbrot unter Segeln und dann ein toller Sonnenuntergang war der Beginn meiner Reise, die mich nicht nur nach Rügen und Usedom, sondern auch bis Bornholm und die schwedische Südküste bringen sollte. Ich war glücklich, so eine tolle Abendstimmung. Dann am nächsten Morgen kurz vor Sonnenaufgang hoch. Und dann dieser Himmel, einfach traumhaft. Schnell war der Anker oben und es ging weiter. Es war kein Wind und die Wolkenreflexionen auf dem Wasser waren hypnotisch.
Da ich ja diese Saison endlich eine Selbststeueranlage hatte, konnte ich mich an die Genua lehnen und die wundervolle Aussicht genießen, während die Biederwind an Fehmarn vorbeizog. Fehmarn hinter uns lassend, geht es jetzt ganz gemütlich, ruhiger See und Flaute Richtung geht's. Auf der anderen Seite ist schon Mecklenburg-Vorpommern. Passieren des Kiel-Ostseewegs gegen 10 Uhr sichtete ich zahlreiche Schwanzwale, während es am Windpark von Nystedt vorbei Richtung Gezer ging, das ich mittags quer ab hatte. Ja, 12 Uhr mittags, Gezer quer ab. Tagesziel erreicht. Alles unter Motor, Wind war bislang nicht. Vielleicht kommt noch welcher zum Nachmittag. Auf jeden Fall wird es immer heißer. In Deutschland werden ja alle Hitzerekorde gebrochen mit 35 Grad. Da ist das hier auf dem Wasser noch sehr erträglich. Aber ich werde mal schauen, ob ich noch weiterkomme. Bis zur Insel Möhn. Wer weiß, wer weiß. Auf der anderen Seite im Dunst. Warnemünde zu erkennen, die Fähre ist gerade vorbeigefahren. Ja, und ansonsten ruhige See. Die weitere Tour bis Mönsklint verlief ruhig bei strahlendem Sonnenschein. Im Hafen war kein Liegeplatz mehr, so warf ich Anker, ging baden und genoss den Sonnenuntergang. Ankern hat den Vorteil, morgens zeitig zu starten. Und wie angekündigt frischte der Wind aus Ost auf. Die Klippen von Möhn werden auf der Rücktour noch einmal zu sehen sein. Da ich jetzt nur noch Südkurs setzen musste, kam bald der Leuchtturm Dornebusch in Sicht. Und nach 6 Stunden erreichte ich die Ansteuerung von Hiddensee. Bei dem mir unbekannten, engen und von vielen Flachs umgebenden Fahrwasser navigierte ich mit der nötigen Umsicht. Es war Hauptsaison, der Hafen Kloster restlos voll, so drehte ich nach Witte ab und ergatterte einen Liegeplatz im Viererpäckchen. Hiddensee ist wunderschön. Ich ließ mich mehrere Tage lang einwehen und erkundete die Insel zu Fuß. Wenn du wissen willst, wie eine autofreie Insel funktioniert oder weshalb ich abends atemlos nach Kloster wanderte und den Vollmond suchte, weshalb ich bei den Störtebeker Festspielen in Ralswiek das Feuerwerk verpasste, dann solltest du schon auf den zweiten Teil von Rügen gespannt sein und am besten meinen Kanal Sailing Biederwind abonnieren und mir ein Like schenken.